Hallo in die Runde, willkommen zu einer weiteren Folge Empires and Puzzles Anfänger Guide Tale Talk Teil 3, beziehungsweise die Jagd nach dem goldenen Kelch. Nein, nein, Quatsch. Ich wollte unter 10.000 sein. Vorweggenommen, aktuell habe ich das. Was mir allerdings aufgefallen ist, und das ist noch viel wichtiger, Etappe Stufe 3. Ich habe gestern richtig Glück gehabt und ich habe verschiedene Tipps und Tricks rausgefunden. 37.831 Punkte habe ich gehabt, weil ich eine Kiste mit beim Endgegner gehabt habe und trotzdem recht zügig durch bin. Da werde ich nicht mehr drüber kommen. Generell glaube ich, dass wenn ich Kisten habe, dass ich dann mehr Punkte bekomme, weil ich habe meine höchste Punktzahl auf der höchsten Ebene, hatte ich auch eine Kiste. Das sind über 70.000 Erfahrungspunkte, beziehungsweise Punkte, nicht Erfahrungspunkte, Entschuldigung, Wettkampfpunkte für dieses Event. Kann also sein, dass wenn die Kisten sind, man trotzdem Gas geben muss und dann mehr Punkte bekommt. Bisher habe ich dann immer aufgehört, Items zu nutzen etc. Generell bekommt man auf Etappe 3 ziemlich viele Erfahrungspunkte, nämlich 975 Erfahrungspunkte für eine Weltenenergie. Das heißt, Tipp Nummer 2, für eine Weltenenergie 9 Gegner, damit kann man Truhen befüllen. Und das mache ich jetzt auch. Es war jetzt Verschwendung, 2 Diamanten so zu verschwenden. Das ist jetzt ein Scherz, dass ich jetzt gerade eine Elementartruhe bekommen habe. Okay, Wächter von Teltok sind auch grüne Viecher dabei. Wenn ich am Anfang gleich einen Diamant machen kann, dann zünde ich Items. Ansonsten zünde ich aktuell keine Items. Ich habe ein bisschen viel verbraucht und ich bin mir nicht sicher, ob es sich lohnt, das Ganze einzusetzen. Und zwar hat das folgenden Hintergrund. Ich glaube nicht, dass ich noch unter die 1000 komme. Dementsprechend ist das, was ich gleich habe. Hiernach zeige ich das einmal. Glaube ich, ist nicht mehr zu toppen. Normalerweise überspringe ich die zweite Ebene mit Items. Das ist jetzt nicht möglich, ist aber auch nicht schlimm. Also es wäre möglich, aber wozu? Es war keine gute Zeit. Gute Zeiten sind so 25 bis 30. Wobei es nicht unbedingt sein muss, dass die Zeit besser ist und dann mehr Punkte. Ich habe zum Beispiel bei dieser Superzeit habe ich eine Minute gebraucht, die ich eben gezeigt habe. Und habe mehr Punkte gehabt als vorher. So, 975 Punkte für einen Energiepunkt. Oh, ich bin ein bisschen abgerutscht. Vorhin war ich bei 5.730. Ich hatte ja gesagt, Tipp 1, bei Truhen nicht aufgeben, sondern voll durchmoschen, in der Hoffnung, dass es reicht. Dann kriegt man, wie gesagt, hier unten 76.000 Punkte. Das ist echt viel. Tipp 2, die Kiste voll machen mit der hier. Und wenn man die ersten drei immer macht auf bessere Zeiten, kann man auch gucken, wo man bessere Punkte macht. Wenn man ein gutes Board am Anfang hat und vielleicht gleich direkt einen Diamant baut, dann lohnt es sich, dass man durchholzt. Natürlich den Diamant, wo man die Farbe hat. Generell kann man das Event mit Rot oder mit Lila machen. Und mit Gunnar. Man kann auf Gunnar auch verzichten, wenn man zum Beispiel Aidun mehrmals hat und die Schaden auf mehrere macht, zumindest den unteren. So wie alles geladen ist, schmeiße ich einmal das Bärenbanner und gehe in die letzte Ebene rein. Bärenbanner und dann gib ihm. Und notfalls, wenn es nicht reicht, wenn er immer noch steht, werden die Mana-Pötte nochmal aufgeteilt, nochmal auf Eldun oder einer Mahage. Und dann so lange Mana und auslösen, bis alles weg ist. Sollte ich Items noch über haben, wie die Äxte, gehen die natürlich auch drauf. Aber generell ist die Taktik, erste Ebene Mana sammeln. Und die Gegner gehen durch die Steine kaputt. Ebene 2 mit Waffen, Äxten in höheren Leveln, in niedrigeren Leveln lohnen die Pfeile. Da braucht man dann keine Banner. Die Banner habe ich für höhere Level dabei. Und
in Ebene 3 alles raushauen, was geht und notfalls immer Mana nachwerfen und immer nochmal neu machen. So macht man dann ordentlich Punkte. Darauf achten, dass das Ganze hier eine Linie ist. Wie ihr seht, ist das keine Linie. Die 48, die mache ich jetzt auch mal einmal auf Zeit. Gucken wir mal, was ist. Das ist schon mal gut. Na. Aber Glück, jetzt brauche ich aber noch ein bisschen Rot. Mist. Zu spät gesehen, dass abgeschirmt ist. Das war eine sehr gute Zeit. Ich habe es ja gesagt. Aber immer noch nicht annähernd hier oben in dem Bereich. Das heißt, die 54.000 sind richtig gut und die 61.000 sind richtig gut. Aber so mache ich das. Jetzt fahren wir ein bisschen hier, ist schon schlecht. Da lohnt es nicht mehr durchzuholzen. Da sind jetzt schon 5, 6 Sekunden vergangen. Das ist zu wie viel. Also wenn sie spontan noch einen Diamant gebildet hätte, okay, aber so nicht. Da lohnt es auch nicht. Und man muss da halt wirklich abwägen, ob man Items einsetzt oder nicht. Jetzt fällt mir auf, was ich eben gerade vergessen habe, gehe ich hier nachher nochmal rein. Das mache ich jetzt nur, weil es vorbei, ne? Also die Zeit ist egal. Ich als Anfänger habe generell das Problem, dass ich auf Stufe 4, Quatsch, auf 4 Sterne Heldenstufe und 5 Sterne Stufen keine Chance habe, da oben mitzukämpfen. Ist halt einfach zu krass. Da fehlen mir einfach die Helden. Und wir bedanken uns hier für 975.000 für eine Energie. Ich finde es einfach so heftig. Die Belohnung ist auf legendär. Müsste ich unter 100.000 kommen, damit ich die drei Energiefläschchen bekomme. Höher komme ich nicht. Die Energiefläschchen haben einen Wert von 300 Diamanten und ich müsste dafür ohne Ende Items aufbringen. Krieg gewonnen. Ich zeige es nicht, es war einfach nur schlecht von mir. Ich müsste da ohne Ende die hier raushauen. Da würde mich eine Runde 350.000 Erz kosten, wenn ich da richtig Punkte machen wollen würde. Und die würde ich auch nehmen, also nochmal 150.000. Heißt, 500.000 Erz würde mich eine schnelle Runde kosten, damit man versucht, dort mitzuhalten und ordentlich Zeiten zu machen. Auf der mittleren Stufe sind es 150.000 hierfür. Und
Dann nochmal die Äxte, runden wir nochmal auf, sind 55.000, also 200.000. Ist halt die Frage, ob es das wert ist. 200.000. Belohnung. Aktuell bin ich Rang 24.000, bin ich hier drin. Ich habe nur die Äxte und die Feuerbälle genommen, die Feuerbombenangriffe, weil ich da vorher immer produziert habe, wenn ich konnte. Und wieso zeigt denn das nicht an? Das ist ein Anzeigefehler, da stimmt doch was nicht. Müsste doch eigentlich blau hinterlegt sein, so wie es hier auch hinterlegt ist. Okay, das irritiert mich. Ah, jetzt hat das, okay. Noch höher zu gehen würde richtig viel kosten und ist die Frage, ob zwei Titanenfläschchen mehr und zwei Münzen das wirklich wert sind an Items. Orbs habe ich ohne Ende. Orb ist natürlich generell schön, aber habe ich ohne Ende. Ich wollte für mich einfach mal unter 10.000 sein und das ist für mich schon gut. Das bedarf natürlich einer immensen Vorbereitung. Das heißt, ohne Ende muss man Äxte haben. So um die 300 Axtangriffe muss man haben, dass man 60 Runden machen kann auf der leichtesten oder für 60 Runden schon mal die Äxte haben kann. Weil ich die auf allen drei genutzt habe, heißt das, dass ich nur 15 mehr zum Proben hatte. Das heißt, ich habe deutlich mehr verbraucht und zwischenzeitlich auch wieder nachproduziert. Das heißt, immer wieder, wenn man kann, Äxte produzieren. Nebenbei immer mal, wenn man mal 30.000 über hat oder gerade alles am Produzieren hat und das Erz voll läuft, immer Äxte produzieren. Immer so ein 4, 5 Stück, immer warten, bis die nächste Produktion an Eisen fertig ist. Immer schön zwischenproduzieren. Ob sich das am Ende bei mir gelohnt hat, wage ich zu bezweifeln. Ist für mich, wie gesagt, einmal nur da sein und Spaß haben. Einmal sagen können, hey, nächstes Event werde ich definitiv aussetzen. Pirates of Quatsch, Avalon ist das nächste. Und danach muss man mal gucken, Pirates of Corellia, ob ich da mitmache. Da würde ich nämlich eigentlich mit Bane als schnell Melia als schnell. Bane altschnell, haben wir drei schnelle. Agnes vier die schnelle. Und dann Gunnar, glaube ich, könnte das ziemlich gut werden. Das werde ich in Angriff nehmen. Avalon aussetzen, weil ich keine guten drei Sterne in Grün habe, die angriffen. Menissos macht Schaden, Hissa macht Schaden. Brienne würde Death runtersetzen, dann bräuchte ich nicht mehr Gunnar. Schlitzer wäre gut. Aber dann hört es halt auf, habe ich nicht. Deswegen mal gucken, ob wir dann unter die 1000 kommen. Heute Ziel erreicht. Und dann werde ich jetzt noch ein bisschen farmen. Und nochmal ein paar Erfahrungspunkte machen. In diesem Sinn, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und dann teile ich euch hier drunter einmal das Endergebnis mit, was es dann am Ende geworden ist, ob ich jetzt noch ein paar hohe Punkte machen kann oder nicht. Fürs nächste Event, werde ich das hier nochmal zwischenposten. Das macht dann nochmal Sinn, wenn man es nochmal kurz vor Augen hat. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Sonntag. Viel Spaß beim Tatort. Macht's gut. Tschüss.